Hallöchen Popöchen und herzlich willkommen zu einem kleinen Video, kurzen Video auf meinem LS22 Class Projekt NF Marsch. Ich habe etwas Neues gelernt. Also für euch ist es wahrscheinlich total lächerlich, ja, weiß ich, weil ihr denkt euch, oh Gott, das ist schon so alt. Für mich, alten Hasen, ist das total was Neues. Ich bin total happy, dass ich das hingekriegt habe. Und zwar habe ich mir erlaubt, hier auf der Karte oder bei Fat Action Let's Play hört ja hier irgendwann der Kurs auf. Also hier ist der Hof, bupp, Ende. Und dann bleiben die Gerätschaften hier stehen, ne? Das ist ja so. Ich habe mir jetzt dann einfach überlegt, komm, ich habe die Kurse, also so diverse kleine Kurse nochmal gemalt, also für mich selber gemacht, ne? Und zwar betrifft das im Endeffekt erstmal nur hier das Silo. Also der fährt der Traktor hier rein und lädt auch hier ab. Dasselbe hier für meine Futterfabrik und auch für die Multistation sowie auch für das Trockensystem Fermenter. Da können meine Dinger hinfahren, können die eigenständig abladen. Das habe ich mir jetzt heute gelernt. Ich habe mir das selber mal nicht beigebracht, aber wieder mal durch Videos mir angeguckt. Und zwar mache ich gerade eine Mission Feld 78. Natürlich hier klar mit Glas Traktor, Traktor Drescher. Der rappelt wie blöd das Feld runter. Ja. Und macht da brav seinen Job. Und hier entsteht ja auch genau Stroh. Das Stroh habe ich ja schon mal gestern, glaube ich, gesagt im Stream, dass ich dieses Stroh auch eigenständig haben kann, was ich dann also für mich dann habe, für meinen Hof, für meine Tiere und alles, kann ich das ja benutzen. So, mich da jetzt aber hinzusetzen mit einem Traktor und den Traktor dann einzeln mit meinen 44.000 Liter, mit meinem Glastraktor. Was ich noch eingestellt habe ist, wenn der Drescher voll ist, packt er sich ein, rüdelt da vorne zu meinem LKW und lädt selbstständig ab. Ja, für euch ist das wahrscheinlich alles Pillepalle und lachhaft und alles. Leute, ich bin ein alter Hase, ich bin nicht so intensiv mit Curseplay und Autodrive und haumichtot.de beschäftigt oder befasst, wie ihr das seid. Ja, wenn da einer lacht, ist das seine Sache. Ich meine, ich bin halt total happy auf mich, weil ich habe es mir nicht erklären lassen von niemandem, sondern ich gucke mir Videos an und versuche das dann selber tüftelig rauszukriegen. Deswegen bin ich so stolz darauf. Und da kann man auch stolz sein, ob ihr das wollt oder nicht. Für euch ist es wahrscheinlich Larifari illegal. Gut. Also der kommt dann hierher, der Drescher lädt selbstständig ab. Ich muss jetzt halt mir noch selber beibringen oder gucken, wie das funktioniert, weil wenn der Drescher dann voll ist, sagen wir, er ist jetzt voll. Ich glaube, das habe ich irgendwo gesehen, bei 80% gibt es dann irgendwie so ein Piep, 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 keine Ahnung. Und dann fährt der LKW selbstständig los, fährt an den Drescher ran und wird abgeladen. Und das muss ich mir halt selber noch irgendwie rausfinden, wie das funktioniert. Das geht ja auch mit Curseplay oder Autodrive, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist noch ein langer Weg, das habe ich noch nicht ganz gerafft. Wenn mein LKW voll ist, drücke ich dann drauf und dann gehe ich hier unten auf Autodrive, da gehe ich dann drauf und dann fährt der zum Feld, zum Hof, beziehungsweise ich habe ja hier meine Dinger gemacht, ich zeige es euch gerade mal hier. Nee, Quatsch, er muss ja zum Verkauf stellen, das ist ja eine Mission. Das heißt, er würde dann wieder zum Depot fahren. Ja, ich würde dann noch klicken und dann würde er das Ding wegladen, wenn es soweit ist. Also noch zweimal muss der Drescher hier hinfahren. Gut, aber wie gesagt, da fährt jetzt gerade mal der Drescher. Scheiße, ich weiß jetzt nicht, welcher das ist, aber ich glaube, wenn er jetzt links abbiegt, ist das der. Gut, dieser Drescher war jetzt gerade auf dem Hof und hat in das Hofsilo 44.000 Liter Stroh gebracht. Ne? So. Hier, Feld 45, habe ich mir mal geleistet. Fährt es gerade hier, ja, es ist ein Krone. Ja, weil es ging mir um die Farbe von Glas. Weil den anderen, das ist auch Krone, kannst du die Farbe Glas nicht mehr. Also übersieht mal bitte Krone, das ist jetzt ein Glas. Ja, Häcksler, fertig. So, der macht jetzt hier das Gras. Und da vorne seht ihr schon ganz brav, ich hoffe, das gibt keinen Crash, meinen Traktor, der sich jetzt seinen Weg sucht. Also ich zeige, oh, gib Gas, Junge. Und zwar seht ihr das hier, habe ich mir das selber hier aufgenommen. Abfahrer 45, wir sind auf Feld 45. Das muss, wenn er voll ist, muss er zu Trockenfarming, so habe ich das jetzt bei mir genannt. Ja,
und er lädt Gras dann ab. Und das habe ich mir so eingestellt. Ich habe das selber jetzt rausgefunden. Ich bin da mega stolz drauf, Leute. Das heißt, wenn der jetzt gleich seinen Weg, der fährt es zu seinem Wegpunkt, wo er hin muss. Das muss ich gerade mal gucken. Und zwar ist es die Außenbahn, da fährt er jetzt hin. Ja, an dem direkten Punkt, wo er aufgehört hat, fängt er jetzt wieder an, weiterzumachen und sammelt mir das Gras auf. Und das fährt er mir dann in meinen Trockenfarming. Also sprich, das bringt er mir dann hier in mein Farmsystem Trocken und Fermenter. Ja, da hat er die ersten zwei, hat er schon 44, 2 mal 44, das heißt noch 6 Mal darf ich ihn, warte mal, noch 7 Mal darf ich ihn hier anfahren, dann bin ich kurz vor 430, dann würde ich das Rest in mein Hofsilo machen. Ja, also da bin ich total happy drauf. Wie gesagt, für euch ist das natürlich eine Larifari-Geschichte, ja, ist so. Ich hätte mir auch jetzt einen großen Ladewagen holen können, ja, der 2,5 Millionen Kapazität hat, aber das will ich ja eigentlich gar nicht. Das ist ja nicht das, was ich möchte. Ich möchte mit dem Klaas-Projekt, und da gibt es eben nur diesen Klaas-Anhänger mit 44.000 Liter, dann fährt er eben halt 150 Mal dahin. Das macht er jetzt alles selbstständig. Ich muss mich da gar nicht mehr drum kümmern. Und das ist halt für mich persönlich, freue ich mich da gerade richtig drauf. Meine erste Gras und Stroh Sammlung mit Autoplay, Autodrive und Curseplay. Ich wollte gerade sagen, Autoplay und Cursedrive. Hallo? Ihr seht, vor lauter Freude ist das jetzt, habe ich das jetzt so erlebt. Ich finde es total geil. Ich weiß, wie gesagt, wie ich schon sagte, für euch ist das Pillepalle. Ich bin mega stolz und es klappt einwandfrei. Ich musste am Anfang ein bisschen viel üben, viel trainieren, damit ich den Traktor auch in die richtige Position habe, dass der wirklich dahin fährt, genau ablädt und dann wieder seine Position einnimmt und zurückfährt. So, finde ich geil. Er macht es hier schön, sein Feld. Ja, macht das platt. Finde ich total nice. Mir gefällt es, mir macht das Spaß. Und das ist wieder so, jetzt habe ich gerade festgestellt, für mich persönlich ein neuer Aufschwung. Ja, ich hatte die ganze Zeit immer diese Hohlbirne gehabt, wo ich dachte, das machst du jetzt alles scheiße und so. Ekelhaft. Aber das macht es gerade richtig Spaß. Wenn man immer was Neues sich aneignet, ja, also ich finde, das macht richtig Spaß. Habe ich Arbeit geschaffen. Also was heißt Arbeit? Ich habe mir da irgendwie Arbeit erleichtert. Ja, und mache hier meinen Job. Und kann nebenbei was anderes arbeiten. Er macht es hier seinen Job. Er ist es bei 48%. Ja, das ist Raps. Raps ist ja so ein Mod. Gibt es ja so ein Mod. Da kannst du dein Raps aus Raps auch Strohablage machen. Ist natürlich mega nice. Mache ich natürlich definitiv. Weil so viel Stroh, wie ich da kriege, werde ich nirgendwo mehr kriegen. So, da hinten seht ihr schon wieder den Traktor. Der fährt es wieder auf seinen letzten Punkt, wo er also fertig war mit Aufsammeln. Da fährt er jetzt wieder hin, fängt dann wieder neu an zu sammeln. Und wenn er wieder bei 44.000 Liter ist, hört er wieder auf und fährt wieder. Da oben seht ihr das dann. Ich muss euch das nicht erklären. Ja, ist okay. Ich erkläre es dann, weil ich total happy bin und richtig stolz drauf bin, dass ich das habe. Hier ist dann das Hofsilo. Jetzt aktuell ist ja dieses Curseplay-Logo hier. Ja, das muss man da einaktivieren. Das leuchtet dann. Und dann schaltet der, sobald der Autodrive an seinem Ziel angekommen ist, also sprich einem Feld 78 angekommen ist, schaltet der um auf Curseplay, weil hier habe ich ja einen Auftrag. Und dann fährt der Traktor über Curseplay an sein letztes Ziel, sammelt wieder mein Stroh auf. Wenn die 44.000 Liter drin sind, dann schaltet der hier auf Plow. Also dann fährt er wieder zurück an die Kante. Warte mal, ich zeige es euch gerade. Und zwar fährt er dann mit dem Drescher genau hier. Das ist Curseplay. Hier ist Curseplay und hier schaltet er um auf Autodrive und dann fährt er natürlich zu meinem Hof und lädt das da im Hofsilo ab. Ich habe das jetzt dreimal habe ich jetzt verpasst. Das regt mich gerade auf, ich wollte das mal sehen, wie er das macht. Also habe ich es dreimal verpasst. Ihr seht, er fährt da jetzt hin. Das ist seine letzte Position gewesen. Natürlich ist es heavy, weil wenn ich mir dieses ganze Stroh noch angucke, Alter, ich habe es noch nicht gelernt. Ich weiß nicht, wie das geht, dass ich da jetzt zwei, drei Ladewagen rankriegen. Das weiß ich nicht, wie das geht. Aber ich bin froh, dass ich dieses schon mal hingekriegt habe und dass ich das so machen kann, weil ich finde das total geil.
Es macht riesen Spaß. Ja, das gibt mir jetzt wieder ein bisschen Mut, mehr zu spielen. Und so finde ich total klasse. Wie gesagt, ihr seht es. Der dödelt jetzt hier dieses Feld runter. Ich habe es vorhin schon mal gemacht. Wenn ich also wenn der Drescher fertig ist und hat das Feld abgeerntet und der LKW hat die ganze Produkte zu dem Depot gefahren, hat das dort abgeladen und ich dann auf Abschließen gehen würde, wäre das Feld tot. Dann wäre das ganze Stroh weg natürlich, ja, und das wäre natürlich schade. Deswegen, klar, dauert jetzt, ja, bis der das sind halt mehrere Touren, die er fahren muss, der Träger. Aber ist mir ehrlich gesagt wurscht, piep egal. Dann dauert das halt. Feld 78 ist halt groß. Aber dieses Stroh, und das werden mit Sicherheit bestimmt 3, 4 Millionen, wird das nur allein an Stroh haben oder nicht haben. Ja, ich bin da happy. Ich kann ja mit meine Futterkiste habe ich schon aufgefüllt. Meine Futterdings läuft schon. Ich habe mein Fermenter wird damit aufgefüllt, dass ich meine Mischration kriege für die Tiere. Und dann kommt das ins Hofsilo, weil ich muss ja später auch noch die Tiere einstreuen. Also es läuft. Und da finde ich das total geil. Entschuldigung, ich finde das geil. Und ich freue mich da richtig drüber, dass ich das selbstständig rausgefunden habe. Und wenn ich mich damit befasst habe. Ich finde das total cool. Das macht richtig Spaß. Und finde ich super. So, das ist mein Autoschirm. Den habe ich mir gemietet, weil damit habe ich meine Kurse hier auf dem Hof eingefahren. Ja, dass das so ein bisschen läuft. So. Was macht mein Freund? Okay, der macht hier sein ganz normales Gras. Das ist ganz klar. Wenn der fertig ist, dann haben wir den. Siehst du? Fertig. Jetzt hat er wieder 44.000 Liter Gras. Der fährt jetzt wieder zu seinem... Da oben seht ihr das auch gerade. Ja, er war auf Cosplay. Jetzt ist er auf Trockenfarming. Da fährt er jetzt hin, wo er ausladen muss. Und wenn der ausgeladen hat, springt das von hier blau auf hier blau. Und dann fährt er zurück auf Feld 45. Fährt wieder auf seine Position und macht da brav seine nächsten Ladungen. Das finde ich total geil. Ich finde das rattenscharf. Das gibt mir gerade voll Mut und Motivation. Und wie gesagt, das eine ist eine Mission, die 78 ist eine Mission. Und das ist jetzt keine Mission, das ist mein Gras. Weil ihr wisst ja, Feld 45 habe ich eigentlich immer. Ich finde das total nice. Hab das ja immer mit meinem Häcksler und mit dem Dings. Aber das wollte ich jetzt nicht. Nein, weil es geht halt nicht. Könnte ich da auch machen. Aber dann würde ich wieder bescheißen, weil dann würde ich nämlich wieder diesen großen Ladewagen, den ja Mod dran machen. Das will ich ja nicht. Ich will ja hier ein Glasprojekt machen. Okay, ich muss sagen, ja, ich will alles mit Glas machen. Deswegen habe ich hier meinen Ladewagen. Den gibt es halt nur in dieser Format mit 44.000 Liter. Habe hier meine Glas-Traktoren, ja, und habe hier mein Glas 8900 Lexion, den habe ich auch. Mit diesem speziellen Mod-Schneidwerk, das habe ich gesehen, weil ich wollte ja auch die Farben haben, ja. Und habe hier meinen LKW in den Farben Glas gemacht und dann läuft es. So, er ist auch schon wieder voll und fährt jetzt auch wieder zum Hof. Da oben seht ihr es, Hofsilo ist sein Ziel. Da muss er dann abladen, das Stroh. Und wenn er das gemacht hat, fährt er wieder zu Feld 78 und fängt weiter an aufzuladen. Wo ist mein Drescher? Der ist da hinne. Klar, es dauert. Das ist ein Feld, was, ja, wenn man mal guckt. Ich habe es 5.983 von 14.751. Ihr seht, das ist noch ein bisschen zu fahren, ja. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ja, wie gesagt, ich kann mir das schon vorstellen, dass bei euch die Grinsebacke-Gesichter hochgehen und euch alle kaputt lacht. Toll, das ist schon so alt. Ja, für mich ist es halt nicht alt. Für mich macht das Spaß. Ich habe was Neues für mich entdeckt. Ja, und daher bin ich auch stolz darauf, dass ich das gekriegt habe. Ja, weil ich habe alle, wie gesagt, alle Sachen, die ich so sehe, egal was ich mache, ob es OBS ist, egal was, ich habe mir das alles selber beigebracht. Ich habe nicht irgendeinen gehabt, wie andere Streamer hier, die sich auf andere ihren Lorbeeren ausruhen und sich irgendwelche Sachen erklären lassen, die dann umsetzen, ja, und dann sind diese Streamer oder die es denen erklärt haben, sind dann abgeschrieben. Nein, das ist immer das, was ich nie wollte, ja. Für mich ist, wenn ich jemanden habe,
gibt es ja zum Beispiel Ramona oder Horst, die haben mir sehr, sehr viel mittlerweile schon auch erklärt und da das und das gemacht. Die würde ich jetzt, wenn ich das dann umgesetzt habe, würde ich die jetzt nicht in den Wind schießen, sagen, pff, mir doch scheißegal, die haben ihre Pflicht erfüllt. Nein, ich bin ja über jede Hilfe, und das ist ja auch bei euch noch so der Fall, gibt es ja den einen oder anderen Zuschauer, der dann sagt, hier, du, da ist das so, das ist so, das kannst du so machen, da bin ich ja dankbar. Weil ich lerne ja dadurch, ja, und das ist für mich halt sehr, sehr wichtig. Und ich will auch immer hoffen, dass diese Zuschauer da bleiben. Und ich nehme jeden Tipp oder Tricks gerne entgegen, weil erstmal motiviert mich das dann wieder. Ja, ich kriege dann wieder Spaß zu dem Spiel und habe keine hohle Birne, wo ich mir scheiße, was machst du jetzt? Alles langweilig, alles kacke. Ja, nee, sondern das gibt mir jetzt gerade hier wieder richtig so voll die Motivationsschub, wo ich Bock drauf habe, weil ich wieder was Neues gelernt habe. Für mich, was ich mir beigebracht habe. Durch Videoschauen etc. pp. Ja? Finde ich total geil. Was ich jetzt nochmal machen würde, würde ich jetzt gerne mal machen. Ich glaube, ich mache es. Ich habe den Verkehr aus. Ich glaube, ich mache es nochmal den Verkehr an. Weil das ist, glaube ich, nochmal sowas, wo ich wohl nochmal fetziger sein würde, oder? Was denkt ihr? Ich mache es mal speichern, nicht, dass es irgendwie kaputt geht. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob das okay ist für euch. Ja, ob euch das gefällt. Und mich nicht bitte auslachen. Das wäre ganz nett. Ja. Wie gesagt, ich bin da echt kein alter Hase wie manch anderer Streamer, der schon seit 2011 mit Alice rumspielt. Ich habe das erste Mal angefangen Ende 2017, bevor es 19er kam, habe in 19 rumgespielt. Aber da gab es ja, ich habe mich mit dieser Sachen Autodrive und so nie eigentlich richtig befasst. Ja, weil ich mir das kam, war mir echt am Anfang so kompliziert und schwer. Aber jetzt habe ich mir gedacht, komm, ich versuch's das mal da, gerade diese Geschichte. Und das nächste, was ich halt für mich rauskriegen möchte, ist, wie ich zum Beispiel, sage ich jetzt mal, den LKW dann an den Drescher fahren kann, dass der das dann selbstständig lädt, also geladen wird und dann auch selbstständig zum Hof fährt, zum Beispiel, oder zu dem, wenn ich eine Mission mache, zu dem jeweiligen Dingsbums da, wo er es abladen muss. Das wäre so das nächste Ziel. Ja? Aber hier diese Aktion Autodrive und Curseplay ist halt für mich sehr interessant, wenn ich Missionen mache. Da ist das mit Sicherheit richtig geil. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe es noch nicht gesehen, wie er das. Ich habe es viermal verpasst, wie er das Stroh dann laden tut. Das will ich mir jetzt mal richtig live angucken. Jetzt warte ich, bis er kommt. Da stelle ich mich jetzt auch mal hier hin, weil ich will mir das richtig an. Oder ich stelle mich hier. Ich will mal gucken, wie er das macht. Oder auch mit dem Traktor stehen. Da würde ich gerne mal sehen. Ja. So, komm her, Baby. Zeig mir das. Ich glaube, ich stelle mich hier, da tut es nicht weh, wenn er mich verfährt. Wie gesagt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Für mich ist das wieder ein neues Highlight. Da kommt jetzt mein Traktor mit dem Hänger und Stroh. Wie gesagt, ich habe es viermal mittlerweile verpasst. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, keine Ahnung. Aber ich will mir das jetzt mal live angucken. Ihr seht es auch live, wie er da hinfährt. Ihr seht, ich habe da so einen kleinen Kurs angemacht. Den zeige ich euch auch gleich nochmal, den Kurs, wie ich meine Kurse gemacht habe. Wahrscheinlich sieht das aus wie Spaghetti-Salat, aber das ist mir egal. So, jetzt ist er angekommen. Und jetzt fährt er da auch wirklich hin, wie er fahren soll. Ha? Rimmt mit Vollgas. Super. Er fährt es da rein. In mein großes Silo. Ja. Hüppel, hüppel. So. Und jetzt fährt er weiter, fährt weiter, fährt weiter, fährt weiter. Dann bleibt der Mann stehen. Fupp. Jetzt macht er die Klappe auf. Geil. Supi. Und jetzt zeige ich euch das ganz kurz mal. Wartet mal kurz. So, ihr seht ihr das? Hier ist das Hofsilo jetzt. Achtung, wenn er es leer ist gleich. Ja, er ist es gleich leer. Wir haben noch da 0. Jetzt macht er die Klappe zu und springt jetzt hoch auf Abfahrer. Habt ihr gesehen? Abfahrer fällt 78. Ja, ist ja gut, Mann. Ich weiß, dass ihr das alles schon könnt. Ihr seid alle schon Profis und Helden. Ich bin's nett. Fertig, dazu stehe ich auch. Und jetzt fährt er wieder zu Feld 78 und macht seinen Job weiter. Ich bin da happy, ich freue mich darüber und ich finde das total geil. So, er macht hier seine Arbeit auch super. Da hinten ist wieder mein Freund. Der fährt es wieder auf seine letzte Position, sammelt wieder das Gras. Und so ist dieser Kreislauf, Kreislauf, Kreislauf. Ich mache eine Mission fertig, 78, und mache hier nebenbei meine Feldmission 45. Mein Gras sammle ich ein und kann dann wunderschön
für meinen Hof mein Gras machen. Perfekt, was will ich mehr? Einfach super. Ja gut, das wäre es von meiner Seite her. Ich wollte euch das nur mal kurz zeigen, dass ich stolz bin, dass ich wieder was Neues gelernt habe, mir selbst also angeguckt habe, mir das selber beigebracht habe. Viele hat so ein paar Minuten gedauert mit Anprobieren und probieren auch, dass der Traktor richtig fährt, dass auch der Anhänger richtig da steht, wo er stehen soll, um abzuladen automatisch, weil das, da musst du wirklich genau gucken. Ja. Und ich bin der happy drummer, dass ich auch das mit dem Autodrive mal richtig hingekriegt habe. Natürlich gibt es da noch viel, viel mehr Sachen mit dem Autodrive, aber soweit bin ich noch nicht. Das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich gut auskennt mit Autodrive und Curseplay. Also ich lasse mir gerne, wie gesagt, helfen. Ja, finde ich cool, macht Spaß. Super. Ach so, weil ich noch gucken wollte, euch mal kurz zeigen wollte. Wartet mal kurz, der fährt es dahin. So. Das muss ich aber mit dem Auto zeigen. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz. So, ich zeige euch noch mal ganz kurz meinen Kurs, den ich jetzt gemacht habe. Sieht eigentlich Kraut und Rüben aus. Ja, ist okay. So, da seht ihr das. Ja, wie gesagt, ich habe dann hier, wenn ich reinkomme, ist ja hier dieses Hof. Das ist noch von Fat Action. Da seht ihr die ganzen gelben, weißen Linien. Und dann habe ich angefangen. Ne, einmal zum Dings, einmal zum Hofsilo, zweimal getrennt, einmal für die Futter-Dingsbums, da Fermenter, einmal für die Multifunktions, aber wahrscheinlich ist die Multifunktions-Ding nicht so, das muss ich gucken, wahrscheinlich muss ich die noch ein bisschen weiter erneuern, ich glaube, die wird nichts. Ich glaube, hier werde ich Probleme kriegen. Werde ich testen, muss ich dann gucken, wenn es soweit ist. Ist noch nicht erledigt, weiß ich, aber ich glaube, den muss ich rausnehmen. Ja, ich glaube, den muss ich rausnehmen. Ich glaube, den muss ich löschen. Und fahre den mal dahin, zu dem da. Weil wenn der Traktor da steht, ist es wahrscheinlich besser. Wir werden es versuchen. Multiproduktion. Das müsste eigentlich besser hinkommen von der Länge her. Wenn ich dann mit meinem Traktor fahre, kommt der Traktor, wenn er hier steht, komme ich mit dem Anhänger dahin und dann lädt er nämlich genau da ein und das wäre dann super. Genau, und dann fährt er hier raus, dreht sich, fährt wieder auf seine Spur, Ende aus, Mickey Maus. Futterfabrik genau dasselbe, da die Spur, da fährt er drüber, hält an, lädt ab, tschüss. Und beim Hofsilo ist es genau dasselbe. Das ist eigentlich mein kleines Streckennetz. Viel mehr werde ich erstmal nicht machen. Das ist ja auch mehr so ein bisschen im Bereich für die Missionen. Ja, später dann auch mal, wenn ich meine Felder dann habe, ja, okay, dann kann ich das auch mit einsetzen. Aber jetzt haben wir erstmal das hier ganz wichtig. Ne? So, prima. Dann war es das eigentlich jetzt her. Genau, wie gesagt, dann ist hier die Arbeit, die läuft. Der ist schon wieder fertig, der fährt schon wieder zum Hof. Das sind halt jetzt 100 Mal hin und her Gedurke, das weiß ich. Ja, und daher ist das eigentlich nicht verkehrt. So. Der ist bei 70%. Wenn er fertig ist, lädt er mir mein LKW. Ende aus Mickey Maus. Da ist der LKW. Da fährt dann der Drescher automatisch hin. So, der ist schon wieder. Fährt jetzt auch auf Feld 78. Lädt dann wieder sein Stroh. Und wenn der fertig ist, macht er auch seine Spielchen weiter. Gut, dann war es das von meiner Seite. Dann sage ich ganz lieben Dank, dass ihr euch das Video anguckt. Es würde mich freuen, wenn ihr noch Kommentare schreibt. Lasst ein Like, dann ein Abo da. Super nice. Ja, und dann sage ich Dankeschön. Sehen uns beim nächsten Mal. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis denn. Ciao, Kakao. Tschö mit Ö. Tüdelü. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's fake.